Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wie ihr seht, ich habe mich kein Millimeter weiter bewegt. Wir sind immer noch hier am Start und gucken uns jetzt erstmal hier auf der anderen Seite den Weberpass an. Das Mikro ist ein bisschen weiter weg. So, und dann gucken wir mal, was hier so passiert. Da würde ich, wie gesagt, einmal hier rüber langsam den Überfall machen und dann schauen wir einfach mal. So. Und rüber. Ist das ein Lager von Soldaten? Das kann natürlich sein. Der Weberpass. So, wir sind auf jeden Fall schnell unterwegs, wenn wir am Land laufen. Schon gruselig, so wie der Wind hier übers Wasser weht. Flaggen zeigen eigentlich die Soldaten an. Das sind so ein paar. Ich bezweifle, dass wir unentdeckt bleiben können. Ich meine, wir können auch einfach drauf losstürmen. Ich muss mich in Acht nehmen. Naja. So, die Frage ist, okay, in dem Gebäude direkt. Kann ich das da oben? Kann ich das kaputt schießen? Wäre eine gute Frage, oder? Okay, kann ich mich hier irgendwie verstecken? Okay. Wir versuchen uns erstmal von hier. Das ist ein Wolf. Kann ich den direkt mit einem Headshot? Wieso ist der so stark, der Wolf? Das verstehe ich nicht. Moment, ich habe auch noch den falschen Bogen gerade. Sehe ich gerade. Wir nehmen natürlich noch den anderen Bogen. 84, 40. Mann, die sind ja über 100, also. Der ist um einiges stärker. Wenn ich den hier an seine Schwachstelle... Ne, seine Schwachstelle ist das nicht mehr. Ich habe einen Headshot. In der Tat, das sind Kämpfe. Ah, so viel zu unentdeckt. Kannst du mal bitte... Hey, den Trick kann ich auch. So, next. Oh, das ist hart. Nerv mich nicht. So, und du? Ja, das hat. Zwei. So. Zielt auf die Ratte! Nö, die ist nicht hier. Ich bin ein Rabe. So. Hey, du willst mich noch nicht anschießen, ne? Gut. Und du?
Finde ich auch in Ordnung. So. Ah, okay. Dachte, ich komme so weit, aber gut. Da habe ich sie überschätzt. Das passiert auch manchmal. Weißt du, so hinten, hinterm Gebäude, ist ganz schön frech. Das darf nur ich. Hi. Wer denn? Was denn? Wo denn? Da noch. Zwei Stück. Sind es denn auch schon die Leute von unten oder sind es jetzt nur die hier oben gewesen sind? Ja. Das ist ein gutes Versteck. Da habe ich dich kaum gesehen, tatsächlich. So. Dann nehme ich mal an, dass hier was dran ist. Sonst würden die da nicht so... Meine Lieblingsluke wieder. Und die springt schon wieder so liebreitend sie überall hin, nur nicht da, wo sie hin soll. Aber Wahnsinn, die ist sofort rein. Muss ich aufpassen, dass ich mich nicht dran gewöhne. Ja, ich sehe nichts hier drin. Ah, es muss ja noch Bumm machen. Ernsthaft? Ah, aber mit einer Fackel kann ich das schlecht hier in der Hand. Oh. So, sagen wir das. Da ist hier noch ein Minischatz drin. Da seid ihr vielleicht noch. Oh, runter. Da kann man dich noch schieben. Aber da ist nichts mehr, okay. Ja, sein kann, dass hier irgendwie noch ein Minischatz ist oder so. Hm. Okay, nicht in diesem Gebäude. Okay. So. Da, wie sehr da ist. Hier ist offen. Die töne ich. Okay. Da den Schlüssel suchen. Der wird ja hier auch irgendwo sein. Da. Was die immer für Geräusch machen. Nicht nur von der anderen Seite oder was? Komme ich denn da rein? Nö. Weil so anhüpft sie ja nicht. Das klappt ja leider nicht. Ha. Da ist auch keine Leiter. Da ist auch keine Leiter. Now I'm a little confused. Weil das ist jetzt im Runterrutschen und nicht raufklettern, oder bin ich jetzt, irre ich mich da jetzt? Ich meine. Das war Runterrutschen. Nee. Okay, ich muss von dem Turm runterrutschen lassen und dann fallen... Okay, got it. Den habe ich jetzt nicht bedacht, diesen Turm. Dann machen wir das so. Wo auf den Turm? Da in dem Turm ist auch nichts. Nee, okay. Achso, doch, das ist... ich muss da ja hin. Kannst du einfach nur diese dämliche Leiter nutzen? Ich weiß, du hast eine Allergie gegen Leitern, aber das ist doch schon lachhaft. So.
So, da haben wir ein Opal. Dann, Fächer ist voll, wunderbar. So, dann rutschen wir runter und lassen uns hoffentlich rechtzeitig fallen. Nicht rechtzeitig. Wir versuchen das ganze Glück nochmal, weil ich habe gerade den falschen Knopf gedrückt. Mal sehen. Ich bin nicht so sicher, ob wir jetzt links oder rechts. Aber probieren wir es einfach nochmal. Das ist ja kein Thema. Ja, jetzt keine Weltreise, die wir jetzt hier veranstalten. Und lass fallen. Sehr schön, seht ihr. Klappt auch gut. So, dann muss ich nämlich... Was gerade ein welches geworden ist, war. Was ist das hier? Ja. Und weiter. Hoch das Wissen. Gucken wir uns das mal an. Ich drücke die Optionstaste und trotzdem wollte er nicht rübergehen, oder? Was ist das Neue jetzt? Das da. Eine ganz neue Fähigkeit. Vernichtende Tritt wirft Gegner zurück, stoßen sie dabei gegen Hindernisse oder andere Gegner entleiden sie als zusätzlichen Schaden. Was ich sehr cool finde. Ich würde den tatsächlich zuweisen in Dreieck, weil Dreieck nutzen wir am wenigsten tatsächlich. Aber den finde ich echt nice. Besonders dann, wenn die irgendwie durchdrehen, dann hat das doch irgendwie Vorteile, wenn ich den zurückdrängen kann. Okay, ansonsten gibt es hier nichts weiter. So. Super. Das schon mal. Hier haben wir noch einen Minischatz. Der ist auch noch markiert, der Minischatz, oder? Nee, der ist gerade nicht mehr markiert. Ja. So. 25 Meter in die Richtung. Hey! Naja, ach kommt. Eine kleine Rangelei kann liefern. Sein Tod. Du entkommst nicht, du Trolldirne. Habt ihr euch selber mitgeschaltet mit der Rauchbombe, oder? Ah, und jetzt will ich das gerne mal sehen. Hat was. Der Tritt gefällt mir. Den Wurf sowieso, den Doppelwurf, finde ich super. Nutze ich zwar viel zu selten, aber ich finde den super. Da war noch wer. Hi! Du bist nicht mehr willkommen. Ja, das war noch nie willkommen, das ist kein Thema. So, noch wer? Cool. Dann sind wir uns ja einig. Super. Dann würden wir hier den Roten mir mal in Angriff nehmen und keine Gnade zeigen. 400 Meter. Hi. Ich wollte dir mal eine neue Axt zeigen. Guck mal. Guck mal, hier. Gefällt dir es nicht? Okay. Weißt du es zu schätzen? Keiner weiß meine Waffen zu schätzen, außer ich. Ich weiß auch nicht. Gucken wir mal, ob sie.
Wir müssen den Ritter erreichen. Das schaffe ich jetzt nicht. Brich dir nicht die Haxe, meine Liebe. So, und jetzt aber. Er reitet auch im hellen Kreis, ne? Und runter? Hi! Wow, ich bin gerade vergiftet worden. Das war nicht sehr nett. Alter, kannst du dein Gift mal für dich behalten? Braucht keine Sau, ehrlich, ey. Bin ich nicht geil drauf. Das ist kein nettes Geschenk für eine Dame. Boom. Das war's für dich. Das war's für dich. In meinem Landstreicher-Dasein bin ich oft zitternd und schwitzend erwacht. Ich hoffe, das hat nun ein Ende. Leb wohl. Die Trolle warten. Der hier. Als Einsiedler, der tief in den Wäldern lebt, kann er Landklage reibungslos verharren, bis sich ihm kleine Vögel nähern. Dann erdrosselt er sie und verschlingt ihr Fleisch mit genussvoller Hingabe. Wenn du Eiferer tötest, erhältst du weitere, vielleicht neue Hinweise zu Ordens... Aber haben wir noch was Neues? Nö, ne? 3 von 6. Okay, der Vater ist hochgeboren. Aha. 1 von 3. Ja, wir müssen den auf jeden Fall noch erledigen wahrscheinlich. Haben wir hier 1 von 2. Glockester waren wir ja noch nicht, ne? Der war Steenhängen, Hand. Okay, da waren wir auch noch nicht. Aber ich finde, wir sind eigentlich ganz gut dabei, ne? Die drei, da sind wir noch gar nicht irgendwie in Berührung gekommen wohl. Ja, mal gucken. Es ist auf jeden Fall schon mal sehr schön rot. Finde ich sehr gut. Ah, sehr schön, sehr schön. Wen haben wir denn jetzt hier so? Ich würde sonst hier, wir sind ja direkt am Wasser, ich würde mit einem Schifflein denn hier zum Dings und holen wir uns ein Langschiff rufen. Hi, meine lieben Mitstreiter und StreiterInnen. Setzt die Segel. So, wir wollen natürlich auf die andere Seite wahrscheinlich. So, ich markiere einmal den Raubzug. Und dreh. Oh, let's go. Da oben haben wir einen Minischatz verpasst. Ja. Da will ich aber ehrlich gesagt nicht nochmal hochklettern. Meine Raben.
Wer kann was erzählen? In den frühen Tagen der Fehde zwischen Kjötvi dem Grausamen und dem Rabenclan gab es einen verrückten Berserker namens Kia Rohknochen. Kia hatte seine Kampfeswut keinem König oder Jarl verschrieben und legte nur einmal jeden Winter einen Eid ab, was niemand verstand. Irgendwann wurde Kias Schwester Thora mit Kjötvis Bruder Alrek vermählt. Und bald schon wurde er oft bei diesem Clan gesehen. Schon bald erfuhr Kia, dass Alrek seine Schwester misshandelt hatte. Als er Thora dazu befragte, sagte sie ihm, dass es wahr sei. Also lud Kia Alrek zu einem Jagdausflug ein. Und als sie fort waren, erschlug er Alrek und riss ihm einen Arm ab. Als er ins Lager zurückkehrte, fragte Kjötvi nach seinem Bruder. Kia schüttelte den Kopf und streckte seine Hand aus, in der ein Armreif lag. Dein Bruder trug mir auf, dir diesen Reif zu geben, Kjötvi. Verwirrt nahm dieser ihn entgegen und erhielt den ganzen blutigen Arm. Dein Bruder schwor Hehl selbst die Treue, lachte Kia. Dann drehte er sich um und ging. Er war dort nie wieder gesehen. Let's go! Let's go! Ich will dich nicht, ich will noch nach Schätzen suchen. Platz. Muss ich doch keine Angst haben. Ja. Hi! Sehr schön. Okay. Ich wollte jetzt nicht so viel noch nach Mini schätzen irgendwie. Tschüss. Würde ich ungern erschienen. Das ist auch ein Kollege, okay. Ja. Da ist auch noch ein kleiner Platz. Hallo. Das war nicht.
Im nächsten Leben vielleicht. Ja, aber komm. Natürlich. Okay. Also hier sind irgendwie alle Türen offen. Ich brauche mal Hilfe. Los, hilf mir mal. Hi. Wir sehen doch noch nicht mal aus wie richtige Soldaten. Ich will den Bruder nicht töten. Ehrlich gesagt. Ich wollte mich noch nicht hinlegen. So. Ganz ruhig. Verschwindet ihr beiden, ihr drei? Dass wir auch die kleinen Schätze direkt mitgenommen haben. Sehr gut, das freut mich. Das freut mich wirklich. Ich fühle mich schon stärker. Die anderen werden schon die letzten Soldaten niedermachen und dann wieder auf ihr Schiff gehen. Da werde ich jetzt nicht hinterherlaufen. Die werden das schon machen. Hi, Beauty. Let's go. Jetzt sind die weg. Okay. Kannst du da hoch? Wieder finde ich Spuren der Nephilim. Auf Geheiß des hiesigen Königs will ich zu ihm beten, dass dieses Licht fürderhin als heilig gelte. Diese leuchtenden Schriften sind göttliche Zeichen dessen, der zu mir spricht. Ich mühe mich um den Einklang mit seiner heiligen Schöpfung. Aita, Juno, Minerva. Namen kommen mir in den Sinn. Sind sie die Nephilim, die er mir offenbart? Weisen ihnen diese Steine den Weg? Ich bete, dass du mich leitest, oh Herr. Amen. Amen. Okay, jetzt muss ich erst mal gucken. Also wir müssen... Wieder finde ich Spuren der Nephilim. Auf Geheiß des hiesigen Königs will ich zu ihm beten, dass dieses Licht fürderhin als heilig gelte. Diese leuchtenden Schriften sind göttliche Zeichen dessen, der zu mir spricht. Ich mühe mich um den Einklang mit seiner heiligen Schöpfung. Aita, Juno, Minerva. Namen kommen mir in den Sinn. Sind sie die Nephilim, die er mir offenbart? So ähnlich. Weisen ihnen diese Steine den Weg? Ich bete, dass du mich leitest, oh Herr. Amen. Ist das nicht das sein? Oder muss das noch weiter... Oh, Hopsi ist gerade volle Kanne im Weg.
Schatzi, du bist voll im Weg. Danke. So, jetzt sag mal, das ist... Nur die Frage, welchen Winkel wir brauchen hier. Theoretisch ist ja die Frage, ob der untere. Ja, eigentlich müsste der obere. Ja, weiter ran, oder? Noch ein bisschen. Minimal noch. Minimal noch. Das ist der Winkel, stimmt immer noch nicht so ganz. Nicht den. Wenn ich weiter weggehe, dann ist er wieder zu groß, der Winkel. Vibration ist noch nicht da vom Joystick, also. Aber ich müsste ja auch von der Seite irgendwie, ne? Ich meinte, ich sah ja so. Also wenn ich jetzt von oben runter gehe. So stimmt die ja von oben. Aber dann voll seitlich wieder nicht. Seht ihr, dann ist unten rechts das Bild wieder nicht übereinstimmt. Wenn ich aber den... Ich weiß halt nicht, ob wir woanders noch einen besseren Blick, irgendwie einen anderen, irgendwo das nochmal so gut ist. Nämlich nicht. Nicht nämlich genauso. Müssen die hier sein, dieser Blickwinkel. Aber ich bin mir gerade mit dem... Wieder finde ich Spuren der Nephilim. Auf Geheiß des hiesigen Königs will ich zu ihm beten. Die sind halt weiter auseinander. Diese leuchtenden Schriften. Deswegen bin ich gerade so der zu mir spricht. Unsicher. Ich mühe mich um den Einklang mit seiner heiligen Schöpfung. Ja, ich auch. Aita, Juno, Minerva. Namen kommen mir in den Sinn. Sind sie die Nephilim, die er mir offenbart? Weisen ihnen diese Steine den Weg? Ich bete, dass du mich leitest, o oh Herr. Amen. Da vom Ding her. Aber bisher war das Bild ja auch immer 1:1 richtig, deswegen. Also der Joystick vibriert minimal nur gerade. Das bedeutet ja eigentlich, dass ich noch nicht auf der richtigen Position irgendwie bin. Sich das. Ich musste das... jetzt vibriert er viel mehr. Ich musste das Eis kaputt machen, damit ich in die... weiter tiefer komme. Jetzt. Okay. Ich spüre etwas. Licht und Hitze. Aber das Steinrätsel hatten wir schon lange nicht mehr. Also dieses Steinrätsel, ne? Also es ist schon... 10 Punkte haben wir. Das ist ja auch mal nett. Ich würde sagen, die verteilen wir sonst auch. Was haben wir denn hier? Haben wir noch?
Die Armschiene ist aber ziemlich schwer, wa? Ja, die hat auch. Effektivität steht sie da und wartet auf den Start. Alles klar. Auf Major Tom. Mach deinen Scherz. Meine Hose, meine Maske. Giftschaden, Feuerschaden, Torshose. Helm. Heilkraft. Ich finde Heilkraft auch gut. Machen wir das mal. Was haben wir denn hier für eine neue Mission? Oh, die ist auch wild. Die ist aber auch nicht schwach, ist sie auch nicht. Aber die ist stärker. Fertigkeiten. So, 10 Punkte zum Verballern. Wir fangen hier erstmal, wir wollen erstmal alles so nach und nach. Das sind die extra Dinger. So, machen wir erstmal hier. Direkt weiter. Alles. Dann haben wir hier schon irgendwas angefangen. Ja, hier die Dinger. Dann ist das Sternbild auch fertig. 3 Punkte haben wir noch hier. Und nur den einen Punkt, damit er ja auch weg ist. Wunderbar. Und so schnell sind 10 Punkte rum, würde ich sagen. Ja, sehr weit sind wir ja auch nicht gekommen hier, ne? Gut. In den 2 Minuten können wir ja sonst einfach mal just for fun hier hinreiten, damit wir den Punkt hier ausgedingst haben. Und dann gucken wir mal, was wir danach machen. Hi, Baby. Komm her. Also ich bezweifle zwar, dass da was ist, aber alleine nur, um das die Karte zu aufzuhaben. Möchte ich da gerne einmal hin. Was ist das denn jetzt hier? Okay. Mal sehen, wie viel der freikriegt. Ah, jetzt seht ihr, jetzt haben wir noch ein, ein giftiges Wasser. Wieso angelst du hier? Ja, der Fisch kann nicht schmecken, wenn das Wasser grün ist. Ah. Nee, der Schnee hört wieder auf. Das ist eine Ohrwurm, ey, das ist super. Boah, wie gesagt, hier ist ja absolut gar nichts. Aber wir haben das wenigstens frei gemacht. Da würde ich tatsächlich hier hinreiten, dass wir das dann auch noch frei kriegen. Und dann war es das für heute. Aber wir müssen ja auch erstmal. Yeah.
Da ist aber eine Kirche auf jeden Fall. Und da ist wirklich gar nichts. Ist die Kirche hier nicht drin verzeichnet? Achso, das ist der da. Ah ja, okay, ja, die ist verzeichnet. Wenn man die von Weitem sieht, dann sehen die immer anders aus, ne? So. Schon ein bisschen was freigeschaltet. Jawohl, das sieht schon mal gut aus. Kleinere Schätze haben wir auch nicht hier, ne? Nein, ist okay. Das ist das andere Land, okay. Oh. Galoppieren wir mal weiter, Richtung 1. Das rüber. Das ist eine verlassene Hütte. Das müsste vollkommen frei sein. Jawohl, sehr schön. Das freut mich. Alles klar, meine Lieben. Das heißt wiederum, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Ich würde da tatsächlich am Anfang nächster Folge hin reiten und dann hier hoch und dann langsam tatsächlich in diese Richtung hier runtergehen. Da den Angriff machen und dann natürlich auch Richtung Hauptquest gehen. Was denn hier oben ist, können wir dann natürlich im Laufe der Geschichte dann einnehmen. Aber dann sollten wir eigentlich auch alles, also das meiste dann auch schon eingesammelt haben. Wie ihr seht, sind wir ja gut dabei. Rätseltechnisch sind jetzt noch ganze 6 dabei. Schätze, klar, sind noch einige. Aber wir haben auch noch 2 Überfälle vor uns. Da sind schon alleine wahrscheinlich 6 Schätze dabei. Und ja, ist einiges, kriegen wir auf jeden Fall alles geregelt und ja, das sind so die Pläne. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch gerne ein Abo und ein Like da, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ihr würdet mich damit auf jeden Fall sehr unterstützen und natürlich freue ich mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann.